Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Weiter geht's hier in Goronia. Wir sind auf dem Weg zur Yuno-Bauzentrale dort vorne. Ja, aber erstmal reden wir mit dem kleinen Stups hier. Ich habe gehört, dass man in dieser Lore bis ans Ende der Schienen fahren kann. Aber wie setzt man sie in Bewegung? Vielleicht fährt sie ja nach Goropolis, der Stadt der Legenden. Huch, wer bist du denn? Nein, 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 ich führe nichts im Schilde. Naja, eigentlich. Kennst du Goropolis, die legendäre Stadt, in der bereits vor Urzeiten Goronen gelebt haben? Ich habe gehört, dass es da unglaubliche Schätze geben soll. Ihre Technik war viel besser als das, was wir heute haben. Es gibt sogar Gerüchte, dass sie sich in seltsamen Fahrzeugen fortbewegt haben. Oh. Ich wollte mich mit dieser Lore auf die Suche machen, aber sie bewegt sich nicht. Manu, das darfst du aber niemandem verraten. Goropolis, die Stadt der Legenden. Ja, dann repariere ich dir das mal. Holy moly, der Junge heißt Schwafel? Wie kann man denn so mies sein und sein Kind Schwafel nennen? Das klingt wie so ein Küchengerät. Schatz, kannst du mir mal den Schwafel reichen, bitte? Wir brauchen mehr Schwafel in der Küche. Mann, 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 Mann. Armer Bursche. Na, was gibt's? Bist du auch hier, um bei der Yuno-Bau Arbeit zu finden? Tja, in dem Fall... Geh einfach zur Yuno-Bau-Zentrale dort drüben, da kannst du dich bewerben. Aber ganz im Vertrauen gesagt, lass es lieber. Bis zu diesem Kataklysmus lief alles prima, aber jetzt stimmt irgendwas nicht mit der Yuno-Bau. Naja, oder eher gesagt mit Yuno-Boss. Warum hat er bloß die ganze Sache mit den Schlemmsteinen anfangen müssen? Für Geld, wahrscheinlich. Ich könnte wetten, dass Goropolis am anderen Ende dieser Schienen auf mich wartet. Wegen der Monster kann ich nicht laufen. Wie kann ich nur diese Lore in Bewegung setzen? Ja, probier doch jetzt mal. Hä? Wo kommst du denn her? Naja, ich bin nicht widerisch dabei, wer mir hilft. Also dann. Ja, wir haben ja das gleiche Ziel. Ach, Schwafel. Wenn ich mal irgendwann ein Kind habe, nenne ich mein Kind auch Schwafel. Die Yuno-Bauzentrale. Oh ja, ich sehe die Yuno-Bauzentrale. Das heißt, dass ich es bis ans andere Ende der Schienen geschafft habe. Jetzt, wo ich es bis ans Ende der Schienen geschafft habe, muss ich nur noch Goropolis suchen. Du bist noch hier? Uiuiuiui, das war knapp. Was hätte ich verraten, dass ich Goropolis suche? Ach so, bestimmt willst du eine Belohnung, ne? Tut mir leid, war wohl ein bisschen abgelenkt. Hey, eine Sono-Energiesphäre, danke. Wenn ich Goropolis erstmal gefunden habe, dann bin ich steinreich, felsreich, geradezu geröllreich. Und wenn ich dann geröllreich bin, dann kaufe ich mir einen neuen Namen. Ja, viel Erfolg dabei. Nun, wir könnten jetzt direkt da reingehen, aber ich habe gerade eben unten noch ein bisschen was Interessantes gesehen. Boah, da sind ja schon noch so zwei, drei Lager, ne? Die können wir mal eben clearen. Hallöchen! Ja, also wenn diese Fässer in der Nähe sind, dann geht das ja sehr fix. Das Schöne ist, hier haben wir so einen schwarzen Bockblin und die geben ja richtig gute Gegenstände. So, den blauen auch noch fix platt machen.
Na, schau mal einer an. Das hat sich doch gelohnt. Wie immer. Eine Dornenknochenlanze. Sie ermöglicht es, Angriffe schneller aufzuladen. Ja, gut, brauche ich jetzt nicht. Aber alleine diese Monstermaterialien, also so ein Gegenstand von einem schwarzen Bockblind, das ist schon ziemlich cool. Hey, oh, da unten kämpfen zwei. Keine Sorge, ich bin da. Und mache nichts. Das war auch für mich nicht ganz einfach. Man muss immer auf der Hut sein. Ich danke dem Schicksal, dass es dich zu mir geführt hat. Hier hast du eine Belohnung. Ich? Manche nennen mich einen Wandervogel, der dem Wind folgt und nirgends sein Nest baut. Oder schlicht Fulai. Doch im Moment reise ich um die Welt auf der Suche nach dem Schatz des legendären Räuberkönigs Ramdar. Hier bin ich nun, weil ich ein Gerücht gehört habe, ein Teil davon sei in einer Höhle in dieser Gegend versteckt. Doch leider kann ich die besagte Höhle nicht entdecken. War der weite Weg umsonst? Vielleicht sollte ich mich einfach wieder dem Wind überlassen und weiterwehen. Ein legendärer Schatz, das ist doch was für mich. So, Profitaktik wieder. Für den Hasen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache die Gruppe da links und rechts auch noch fertig. Oh, er hat überall Schleim an seine Waffen dran gemacht. Holy moly, damit hat er mich gekillt. Was? Das ist ja total abgefahren. Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Boah, wir brauchen bald unbedingt mal wieder Feen. Alter Schwede! Heute kassiere ich aber richtig. Ah, weil die alle die blöden Schilde ausgerüstet haben. Ich habe noch zwei Feen. Na, besser als nix. Naja, das dauert noch ein bisschen, den halte ich mal auf Distanz. Na, jetzt hat er immerhin seine Waffe verloren. Und wir haben ihn besiegt. Schön. Ja, ist mal wieder an der Zeit, dass wir uns bessere Waffen herstellen. Man hat ja gerade gesehen, dass ich viel zu wenig Schaden gemacht habe. Ja, aber dafür können wir direkt die Sachen verwenden, die wir hier gefunden haben.
Boah, hier wird man aber auch alle 2 Sekunden angegriffen. Boi, 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 boi. So, jetzt haben wir Ruhe, Leute. Also, neue Waffen. Ach, im Prinzip, das hier brauche ich gar nicht. Das hier auch nicht. Also erstmal ein paar Sachen loswerden. Dann mache ich die Synthese rückgängig. Hier auch. Und hier auch. Dann nehmen wir ein Horrorblindhorn. Eins hiervon und eins hiervon. Und synthetisieren die Sachen. Ja, und schon haben wir wieder richtig schöne, fette Ausrüstung. Hier so ein Hammer. Ja, das sieht... Hey, eine Schatztruhe, Freunde. Und eine neue Pflanze, Glutkraut. Als Kochzutat verleiht sie kurzzeitig Kälteresistenz. Den Leuchtsamen, ja, ja, ja. Nicht schlecht. Nun denn, da vorne ist noch ein Camp, aber hier, irgendwo war hier noch eine Höhle. Ich hatte irgendwo von oben eine Höhle gesehen. Eventuell dahinter. Wir können ja hier mal draufklettern und dann schauen. Na, das sah doch schon deutlich besser aus als vorhin. Ein Moblin-Herz. Ihr unangenehmer Geruch macht sie zum Kochen unbrauchbar, diese Herzen. Doch zusammen mit Kleingetier ergibt sich Medizin daraus. Es ist mal wieder Zeit für was in die Luft jagen. Schön. Na, da oben, da ist doch irgendwas Wichtiges. Das habe ich im Gefühl, Leute. Auch wenn mich mein Gefühl in letzter Zeit relativ oft getrübt hat schon. Hallöchen, Vorsicht! Nee, gar nichts. Doch, so ein paar Feuerfrüchte. Ja, die brauche ich ja auch en masse, also schon okay. Aber wo war denn hier eine Höhle? Hier war irgendwo noch eine Höhle. Vielleicht war das wirklich die, die ich vorhin gesehen habe. Und in der wir jetzt schon drin waren. Oder ich bilde es mir ein, ist natürlich auch immer drin. Na gut, dann eben auf zur Junobau-Zentrale. Hier an der Seite haben wir selbstverständlich ebenfalls noch eine Höhle. Was ist denn mit euch los? Ah, der Hylianer von eben. Der kennt Junoboss. Junoboss verhandelt jetzt gerade mit der blonden Hylianerin über Schlemmsteine. Und niemand darf rein. Aber ich mag diese Hylianerin gar nicht. Ganz sicher sind die Schlemmsteine daran schuld, dass alle in der Stadt sich so komisch benehmen. Ganz genau. Und die komische Maske, die Junoboss jetzt trägt, hat er auch von der Hylianerin. Junoboss war immer richtig nett, aber seit er die komische Maske trägt, hat sich auch das geändert. Du sag mal, du bist doch ein Freund von Junoboss, oder? Die Junobau wurde gegründet, um das Leben in Goronia zu verbessern, aber jetzt geht es allen schlechter. Ich will das nicht. Wenn wir dich vorbeilassen, überzeugst du dann Junoboss, keine Schlemmsteine mehr abzubauen? Ja, klar. Tokachin, hast du das gehört? Ja, dann wird Junoboss wieder nett, so wie früher. Dann mal rein mit dir.
Na, die Frage ist, warum kann ich denn hier an der Seite nicht direkt reingehen? Oder werde ich da rausgeworfen? Ach so, das ist ein Laden. Oh, und du bist? Bist du ein neuer Teilzeitarbeiter? Jo. Ah, wir sind unterbesetzt, also ist das eine große Hilfe. Die jungen Goronen sind besessen von Schlemmstein und haben die Arbeit vollständig eingestellt. Ich frage mich, ob die Anweisungen direkt von Uniboss kommen. Falls du Uniboss suchst, der müsste sich im Unibau-Depot vor dem Hauptbüro um das Schlemmstein-Geschäft kümmern. Da fällt mir ein, dass ich es Ofrak und Tokachi überlassen habe, das Unibau-Depot zu bewachen. Aber ich frage mich, ob sie das hinbekommen. Ey, die haben auch die gute Rüstung hier. Kostet aber ebenfalls 700, also ich habe jetzt kein Geld aus dem Fenster geworfen. Hey, hey! Erstmal in die Privatgemächer hier rein. Weizen, eine Karotte und ein Trank. Gibt irgendein leckeres Essen. Unibos Tagebuch. Nachdem der Todesberg aufgehört hatte, Feuer zu speien, kühlte auch die Lava hier in Eldin ab. Die Temperaturen fielen drastisch. Ja, das ganze Klima veränderte sich. Als Folge davon wurden viele von uns krank, andere verfielen wegen der Veränderungen in Panik. Wenn das so weitergeht, ist es aus mit Coronia. Es muss etwas geben, das ich tun kann. Die Lava ist abgekühlt und hat sich verhärtet. Jetzt können wir an Orte gelangen, die vorher unerreichbar waren. Eldin hat sich in eine Felslandschaft verwandelt. Diese Felsen müssen reich an Erzen sein. Da gibt's nur eins. Graben, graben und nochmals graben. Ich muss so viel Erz fördern, dass Coronia wieder auf sicheren Beinen steht. Ich war so in die Suche nach Erz vertieft, dass ich gar nicht bemerkt habe, wie sich andere mir angeschlossen haben. Am fleißigsten dabei waren Tokachin und Ofrak. Ich habe mich geirrt. Ich bin nicht der Einzige, dem etwas am Wohlergehen von Coronia gelegen ist. Also habe ich beschlossen, eine Firma zu gründen, die dafür sorgt, dass alle sicher und unbesorgt arbeiten können. Ich nenne sie die Unibau. Tokachin und Ofrak haben sich den Namen ausgedacht. Mir ist es hier manchmal immer noch zu kühl, aber so langsam gewöhnen sich alle an die Veränderungen. Wir müssen ausnutzen, dass endlich Besucher zu uns kommen können, ohne spontan in Flammen aufzugehen. Also haben wir beschlossen, eine neue Straße zu bauen, damit möglichst viele Leute problemlos nach Coronia gelangen. Und dann können wir ihnen die Erze, die die Unibau fördert, zu einem Sonderpreis verkaufen. Irgendetwas ist passiert. Man nennt es wohl den Kataklysmus. Jedenfalls schwebt Schloss Hyrule jetzt in der Luft. Prinzessin Zelda und Link werden vermisst und Pura hat eine große Suchaktion ins Leben gerufen. Ich möchte auch helfen, aber in letzter Zeit kommt so ein merkwürdiger Dampf aus dem Todesberg. Dem werde ich erstmal nachgehen. Nicht, dass sich dort etwas verbirgt, das eine Gefahr für Coronia und die Unibau ist. Tja, und das war das Letzte, was er geschrieben hat. Also diese Maske hat ihn ja offensichtlich irgendwie verändert. Da muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Behaupte jetzt einfach mal, dass diese Heidianerin, diese Blonde, von der hier die Rede ist, dass die böse ist. Also, die hat ihn irgendwie verhext oder sonst was gemacht. Na, kein Krug. Verdiebe doch ja nicht. Hey, was ist denn da? Oh, 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 oh. Ja, Moment, Leute, bevor wir jetzt da zu dem Burschen gehen, müssen wir einmal kurz gucken, was sich hier verbirgt. Oh, und da vorne ist noch ein Schrein. Na hey, Heiliana. Ein Festmahl für die Elite. Bist du ein Reisender? Hat dich der Duft des Essens, das ich zubereite, angelockt?
Dies ist das Lager der zweiten Monsterwehreinheit unter Truppenführer Thorin. Die Einheit befindet sich gerade im Einsatz. Ich würde dir daher empfehlen, dir ein anderes Reiseziel zu suchen, bevor du noch in Gefahr gerätst. Ah. Wenn du den Hang da vorne hochsteigst und der Straße folgst, kommst du zu einer Höhle. Dort ist das Monsterlager. Thorins Einheit ist vor kurzem aufgebrochen, um es mit den Monstern dort aufzunehmen. Oh. Ich bin zurückgeblieben, denn ich bin hier der Koch. Und von mir bekommen unsere Leute das Festessen einer Elite-Einheit. Du bist hergekommen, weil du auch hungrig bist, oder? Dann gebe ich dir was von deiner Spezialität. Oh, wie nett. Die Leute von Thorins Einheit sind gute Kämpfer, aber sie werden auch schnell hungrig. Hoffentlich knurrt im Kampf niemandem der Magen. Die Monster könnten dann leichtes Spiel haben. Würde mich sehr freuen, wenn ihnen jemand helfen könnte, falls sie mal in der Klemme stecken. Ach, da kommt wahrscheinlich dieses Feuer her oder dieser Qualm. Also an der Stelle wird sich das Monsterlager befinden. Ja, können wir ja später auch mal schauen. Ich meine, prinzipiell werden wir da sowieso automatisch dran vorbeikommen. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Was? Hör endlich auf, Junoboss. Zieh die doofe Maske aus. Wir wollen, dass du wieder unser lieber Junoboss wirst. Mir? Ihr meint ich. Prinzessin Zelda hat recht. Schlemmsteine machen alle Goronen glücklich. Hä? Wieso denn? Wieso ist denn Zelda hier und sorgt dafür, dass er diese Steine abbaut? Tja, was muss man denn hier tun? Ach so, man kann ihn einfach so angreifen. Naja, nur Pfeil und Bogen bringt hier nichts. Alter Schwede! Hey, jetzt ist er wieder normal. Trotzdem, das mit Prinzessin Zelda interessiert mich jetzt schon. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Was war denn mit mir los? Hukachin, Ofrak, was ist denn passiert? Ich habe die Maske von Prinzessin Zelda aufgesetzt und dann? Mann, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich muss unbedingt Prinzessin Zelda fragen, was es damit auf sich hat. Ach ja, wo ist denn die Prinzessin? Ah, Prinzessin Zelda. Das ist doch nie im Leben die echte Prinzessin. Das ist irgend so eine Fake-Prinzessin. Ja. Alles in Ordnung? Niemand verletzt? Oh.
Moment mal, was ist das denn? Ich hab da doch was gehört, oder nicht? Egal, Prinzessin Zelda ist vor der Höhle, ihr Kiesel. Die Hallianerin mit den blonden Haaren war Prinzessin Zelda? Muss sie unbedingt fragen, was es mit dieser komischen Maske auf sich hat. Und wegen den Stemmsteinen vielleicht auch. Jedenfalls los, nichts wie raus hier, ihr nach. Diese roten Felsen kriegt man nur mit meinem Rollangriff kaputt. Aber wenn ich mich selbst durch die Gegend katapultiere, sehe ich doch gar nicht genau, wo ich hinrase. Link, hilf mir. Zeig du mir doch einfach, wo genau ich hinkugeln soll. Du zielst dich doch mal los. Hey, Junobos macht über das Feuer. Sobald Junobo seine Aura entfaltet, kannst du ihn als rollenden Flammenball in eine beliebige Richtung losstürmen lassen. Wie cool ist das denn bitte? Ja, dann können wir draußen noch richtig krass erforschen. Jetzt kommen wir wieder raus. Schnell, wir müssen Prinzessin Zelda folgen. Ja, dann ist das hier das Pendant zu der Orni-Fähigkeit vermutlich. Also das, was wir dann dauerhaft als Perk bekommen. Finde ich aber eine schöne Idee. Also gute Belohnung dann für die Dungeons. Also falls dem so sein sollte, aber macht halt Sinn, weil es eh nicht funktioniert. Prinzessin Zelda. Ich kann sie nicht sehen. Hä? Was kommt da für ein roter Nebel aus dem Todesberg? Oh je. Hast du es vergessen, Junoboss? Du hast uns doch gesagt, dass der rote Nebel gefährlich ist und wir wegbleiben sollen. Das war, als Schloss Hyrule plötzlich abgehoben hat und das mit dem Kataklysmus passiert ist. Hier hat die Erde auch mächtig gebebt. Du hast gedacht, dass der Todesberg wieder ausbricht und wolltest nachsehen. Genau. Und als du vom Todesberg zurückgekommen bist, hast du diese Maske aufgehabt. Ich erinnere mich. Ja, ich habe Prinzessin Zelda am Krater des Todesbergs gesehen. Sie hat mit mir geredet und mir diese Maske gegeben. Und Prinzessin Zelda etwa im Todesberg? Na, hier ist sie jedenfalls nicht. Vielleicht sollten wir zum Todesberg gehen. Tokachin, Aufrag, ich werde Prinzessin Zelda suchen gehen. Ihr könnt nicht mitkommen, aber ich werde sie fragen, wie alle so wie früher werden können. Bitte vertraut mir und wartet in Goronia auf uns. Link, komm bitte mit zum Todesberg, um Prinzessin Zelda zu suchen. Na, ist er jetzt dauerhaft bei mir? Ja, Leute, er ist dabei. Dann können wir nämlich hier die ganzen roten Felsen noch kaputt machen. Und vielleicht bekomme ich dann endlich doch noch die Höhle, die ich wollte. Ja, Kollege, ein bisschen schneller musst du schon laufen. Jetzt sind wir sogar schon zu dritt hier. Entdeckt. Die Osthöhle an der Junobau. Oh, kann ich jetzt auch hier Erze damit sammeln? Oh, ist das praktisch. Dann muss ich das nicht mehr so machen. Boah, Leute, das ist ja richtig crazy OP. Gefällt mir mindestens genauso gut wie die Attacke von dem Kleinen hier. Na, hier muss doch irgendwas drunter sein. Das wird sich doch lohnen, das hier zu clearen. Ja, schaut mal, das geht hier noch weiter nach unten. Alter Schwede, was ist das denn für eine Höhle? Da hinten ist sogar noch ein Schrein, den habe ich gerade auch so im Augenwinkel gesehen. Achso, ah, die Wege führen beide hier runter. Ah, wobei der sieht gefährlich aus. Boah, der speit so Feuerkugeln.
Drauf, 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 Leute! Oh, ich bin schon wieder so begeistert. Das ist mega. Schon wieder so eine coole Fähigkeit und so ein geiles Gebiet und... Ach, ich weiß auch nicht. Ich könnte einfach 50 Jahre nichts anderes spielen als dieses Spiel hier. Euer Raubschleimstein. Er bewahrt die Hitze dieses Monsters auch außerhalb von dessen Körper, was ihn zu einer nützlichen Medizinzutat macht. Dann machen wir jetzt erstmal hier den Schrein frei. Ah, wir sollten ihn vielleicht mal ein bisschen unterstützen. Damit der arme Bursche das nicht die ganze Zeit alleine machen muss hier. Der Isim-Schrein. Das gibt's doch gar nicht. Mal ein Name, der irgendwie einigermaßen normal klingt. Was für eine Seltenheit hier in dem Spiel. Ja, Leute, und diesen wunderschönen Schrein, den schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Hier im Isim-Schrein mit dem Thema... Nacktes Überleben zurückgedreht. Also, macht's gut, euer Huxel. Ciao.